VD produziert etwa 80-90% in Asien. Warum? Weil sich seit ca. 20 Jahren der Großteil der gesamten Textilproduktion nach Asien verlagert hat. Und davon sind natürlich die ausgebildeten Arbeitskräfte betroffen, der ganze Maschinenpark sind davon betroffen, die Zulieferer, die Fabrikhersteller, all das ist in Asien und natürlich ein ganz wesentliches Thema sind auch die Lohnkosten. Jede Produktionsstätte wird von uns persönlich ausgewählt, konkret von unserer Produktionsverantwortlichen, die seit 15 Jahren bei VD arbeitet und als ganz wesentlichen Teil ihrer Arbeit seit dieser geraumen Zeit die Produktionsstätten nach unseren Sozialstandards und nach den Qualitätsstandards aussucht. I'm a manager of a factory and the workers are equal. So you should treat them like a family member. That's important. If you only treat them like worker, then not enough. For the workers, if they are living in my dormitory, we offer 3 meals in free charge, all free. 3 meals, breakfast, lunch, dinner. For the lunch, you can see the fried chicken here. So the next one is the vegetable, you know, they are cooking right now, prepare. Many workers, they in the morning time, they are coming to the temple to pray, the whole family, and walk. Everything is going very peaceful, very smoothly. So this is the reason why we build up the temple. This is not usually, you know. Normally in the factory in China, they don't have the temple inside, but we have. Wir kennen die Produktionsbedingungen sehr gut. Wir wählen die Produktionsstätten persönlich aus. Wir haben unsere persönlichen Teams vor Ort, die in die laufenden Produktion reingucken, sich sozusagen das Live-Szenario in der laufenden Produktion anschauen können. Und was wir dann noch nicht entdecken, entdecken wir garantiert durch Audits von Fairware. Das heißt, was vorher für uns noch nicht transparent war, kommt da bis ins kleinste Detail an die Oberfläche. Wir sind seit 2010 Mitglied in der Fairware Foundation. Für uns war das eine Selbstverständlichkeit, weil wir als nachhaltiges Unternehmen uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir Verantwortung ernst nehmen, in dem Sinne, dass wir da, wo wir handeln, Verantwortung übernehmen möchten. Und da kommt eigentlich für uns nur Fairware in Frage, als strengster Standard und als umfangreichster und transparentester Standard. Fairware Foundation ist eine unabhängige und gemeinnützige Organisation. Durch den Zusammenschluss von Unternehmen bei Fairware Foundation bietet sich die Möglichkeit, unabhängig verifiziert zu werden und Beratung in Bezug auf die Einhaltung von Arbeitsbedingungen in den Produktionsbetrieben zu bekommen. Es gibt verschiedene Akteure in der ganzen Textilindustrie, die jeder ihren Teil an Verantwortung tragen. Man kann nicht allein sagen, ja, die Fabrik trägt jetzt die Hauptverantwortung, das wäre falsch. Die Verantwortung, die das Management einer Fabrik trifft, ist, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Fire safety is the most important to the one factory, because this is very, very serious. Every season we have the extinguisher test, so that to make sure every extinguisher is workable. And beside this is every half year we have the practice for fire safety. We require the factory to have at least a first aid kit available, make it possible for workers who get injury have immediate access to the first aid medicines. We'll check the items on the first aid kits, whether it's sufficient or not. And then the second thing we would like to check is the dates of the medicines. Ein Audit ist prinzipiell eine Möglichkeit, den Status der Einhaltung von Arbeitsbedingungen in dem Produktionsbetrieb zu erfassen. Für uns ist allerdings wesentlich wichtiger nach dem Audit, dass dann gemeinsam das Unternehmen und die Fabrik Schritte einleiten, um eventuelle mögliche Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. Dann müssen wir uns als Brand gemeinsam mit unserem Produktionsleiter in der Produktionsstätte zusammensetzen und Abhilfe schaffen. Überlegen, wie können wir anders planen, wie können wir es anders koordinieren, sodass hier beispielsweise eben nicht so viele Überstunden entstehen. Als mittelständisches Unternehmen haben wir per se keinen riesigen Einfluss, weil wir ein Auftraggeber unter mehreren sind. Das haben wir erkannt und haben deshalb seit mehreren Jahren die Strategie, dass wir Produktion zusammenlegen, dass wir also bei einer Produktionsstätte dann höhere Auftragvolumen haben. Damit gewinnen wir ein bisschen mehr an Einfluss,
Plus für uns ganz wichtig als Familienunternehmen, dass wir langfristig mit den Produktionsstätten zusammenarbeiten, dass wir die Menschen kennen und dass wir einfach auch über die persönliche Beziehung Einfluss gewinnen. We are working with Baltis more than 15 years. It's quite a long time. And we are working with Baldi just like a partner, or let's say like a family. We are working together. We help each other. Ich bin überzeugt davon, dass Globalisierung und Fairness kein Widerspruch sein muss. Ich bin überzeugt davon, wenn die Firmen Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, wenn sich die Brands, die hier Aufträge geben, verantwortlich fühlen und sich auch verantwortlich zeigen für die sozialen und ökologischen Auswirkungen und der Konsument aber auch bereit ist, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, dann ist es möglich und eine Riesenchance für Länder wie Vietnam, für Bangladesch, für andere Länder, für China. Wir möchten Verantwortung übernehmen, weil das unser Bild von Verantwortung ist, dass wir eben nicht nur hier am Standort für schöne Arbeitsbedingungen für die Deutschen sorgen, sondern dass wir da Verantwortung übernehmen im sozialen und ökologischen Bereich, wo wir auch tätig sind. Und wir sind nun mal in Asien tätig und wir stellen da unsere Produkte her. Und wir möchten, dass, wenn jemand ein VD-Produkt trägt, das auch mit Stolz tragen kann und sagen kann, ja, ich muss da keine bösen Sachen dahinter vermuten, sondern ich kann sicher sein, es ist in guten Bedingungen gefertigt worden.